Und da sind wir auch wieder zurück. Diesmal mit offenem Fenster. Das heißt, der Rechner dürfte hoffentlich jetzt nicht so sehr anfangen zu rödeln. Weil draußen ist relativ kühl. Um nicht zu sagen kalt. Genau. Sehr schön. Ach ja. Sehr gut. So, wir haben genug Gras gesammelt in der letzten Folge. Das heißt, wir können jetzt uns direkt auf den Heimweg machen. Darum fliegt in diesen Jet. Oder? Lesen. Wir können natürlich doch erstmal noch ein bisschen mehr Gras sammeln, aber ich glaube mal 15 reichen. Doch, 15 reichen. Dann begeben wir uns also erstmal schön freudig auf den Heimweg. Boah. Ach ja. Sehr gut. Und auf geht's. Was bist du? Achso, Chili, ne? Ja, doch. Das war dieses Chili-Zeug. Davon haben wir schon mehr genug. Soweit ich weiß. So. Tja, wenn wir jetzt nicht zu kreuz und quer gelaufen sind, dann dürften wir jetzt so ziemlich genau von der Hausfrau zu rennen. Oder zumindest in eine Gegend, wo wir uns auskennen. Hoffe ich sehr. Denn wenn nicht, dann nicht. Tja, die Sache ist, so weit wie der Weg jetzt war, ist der Weg auch so weit, dass ich gar nicht mehr weiß, wie weit der Weg zu uns nach Hause ist. Das heißt, es kann sein, dass ich denke, dass wir da sein müssten, obwohl wir an unserem Haus schon lange dran vorbei sind oder noch gar nicht da sind. Bin ich ja mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwann mal Pflanzen mitnehmen oder sowas. Bin ich mir noch ein bisschen uneinig. Weil Farbe brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Ach, guck mal, an hinten wäre auch eine Wüste gewesen. Aber ja, wieder klar. Das war ja wieder klar. Eben, und das sind da zum Beispiel diese ganz trockenen Dinger. Und aus dem bekommt man keine Samen, sondern aus dem bekommt man nur Stöcker, soweit ich weiß. Ja, also aus dem bekommt man echt nur Stöcke, und wenn man hier ins kräftige Inventar tut, Stock. Also etwas, was wir erstmal so persönlich nicht brauchen. Also wenn man sagt, wir rennen einfach mal nach Hause. Nahrung haben wir ein bisschen dabei. Welch schöne Landschaft hier gedeiht und wächst und überhaupt.
Ich wollte gerade auf die Insel rauf, aber wenn ich das tue, dann sorgt das wieder letztendlich nur dafür, dass wir uns total verlaufen. Deswegen bleibe ich mal in meinem Weg treu, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass wir so gar nicht durchs Wasser gelaufen sind. Vor allem, ja klar, durchs Wasser gelaufen. Ja. Durchs Wasser geflogen. Nein, durchs Wasser geschwommen. Oder getaucht. Das heißt, wir haben uns jetzt quasi schon verlaufen. Yay. Wir sind so gut. Karte, was haben wir immer tiefer? Wir werden halt einfach hart sterben. Mal wieder. Deswegen gehe ich ungern so weit raus, weil umso weiter man rausgeht, umso leichter verläuft man sich. Und gerade weil halt überall diese Grünfläche ist, hat man halt auch kaum Orientierungspunkte. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Wir können uns auch ein Boot bauen, wobei, nein, können wir nicht, weil wir haben kein Holz dabei. Fuck. Gut, das heißt, wir müssen schwimmen. Kann sich ja nur noch um Jahre handeln. Denke ich mal. So, da vorne kommt irgendwas. Aha, der Grünzeug, Grünfläche. Ein bisschen Fauna. Eigentlich müssen wir nur warten, bis hier unten links wieder ein Naturschutzgebiet kommt. Dann wissen wir ja, dass wir ungefähr zu Hause sind. Und dann sollten wir uns auch eigentlich orientieren. Da ist er schon unser Zuhause. LOL? Warum tut das so? Okay. Hä? Aber der Weg dahin war viel, viel länger. Wir waren gerade mal 5 Minuten unterwegs oder sowas. LOL. Na gut, easy. Ist doch schön. Dann, ja, sind wir halt schon da. Ist doch mal ganz geil. Yay, ab nach Hause. Und wieder Äpfel einsammeln. Einfach, weil wir das immer tun. Äpfel sind die Grundnahrungsmittel überhaupt. Äpfel sind gesund. Äpfel wachsen schnell nach. Das ist perfekt. Gut. Das heißt, hier ist alles orange, okay, interessant. Wir haben jetzt endlich mal genug Samen, damit wir alle Brotarten machen können. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wird ein Korn auf Englisch geschrieben? Nein, das ist nicht das Richtige. Ach so, ja. Das ist Mais, also hier Popcorn. Also nicht das Richtige. Mach einfach mal Brot. Das ist Vollkornbrot, genau. Ach, great, wow. Ja, die Frage ist, können wir draußen noch irgendwas machen? Ne, nur Vollkornbrot. Und daraus können wir... Ja, also Vollkornbrot. Und das Vollkornbrot wiederum können wir halt... Alles machen, was hier so technisch ist. Yay, Vollkornbrot. Voll gesund und so. Okay, das heißt, wir können jetzt erstmal hier unsere Wand bauen. Wand bauen machen wir hiermit. Jetzt habe ich hier gar kein Fenster drin. Aber ich glaube, wir wollten erstmal nur die Wände hochziehen und dann gucken, wo die Fenster reinkommen. Dann machen wir das auch mal. Lala. Eigentlich kann hier direkt auch schon mal die Wand gezogen werden. Bam. Oder wollten wir hier eine besondere Wand drin haben, weil das ist ja nur eine Zwischenwand, ist ja keine Hauswand. Das heißt, wir gucken mal, ob wir die Wand vielleicht auch aus was anderem machen. Ja, ich baue die erstmal wieder ab. Die lassen wir erstmal so, wie sie ist. Jetzt weiß ich auch gerade gar nicht, ob wir noch Steine brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich definitiv noch Steine.
Habe ich schon was im Ofen vorbereitet? Mal kurz nachgucken. Boink. Nein, sieht nicht so aus. Wie viel Gestein haben wir denn noch? Wir haben nur. Ach ne, hier haben wir noch ein bisschen was. Ah ne, das können wir nicht mehr bearbeiten. Das heißt, wir haben nur das, was wir in den Taschen haben. Okay. Dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, wie ich das da mache. Da brauche ich das Clean Stone, ne? Ja, genau. Das heißt, wir schieben das cleaner Zeug erstmal in den Ofen rein. Und dann machen wir aus dem. Andererseits würde ich mal sagen, wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Wir gucken erstmal, wie weit wir kommen mit dem, was wir haben. Aber ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Steine für was anderes brauchten. Ist ja mittlerweile einfach schon ultra lange her. So, das hier ist ja die Toilette, das heißt, hier kommt bloß ein Oberlicht rein. Also ungefähr so hier. So, das reicht vollkommen aus. Da haben wir hier oben vielleicht noch so viel Gitter oder sowas, keine Ahnung was. Das gleiche machen wir auch nochmal hier. Dann mache ich doch schon mal die Fenster mit. Ja gut, da hinten kommt jetzt nicht so viel Licht rein, weil da Blätter sind, aber egal. So, und das hier sollte die Küche werden, richtig? Bei der Küche können wir ein bisschen mehr machen. Da können wir richtige Fenster rein machen, wobei hier natürlich auch wieder ein Baum im Weg ist. Der Vorteil ist, wenn wir in der Küche irgendein Rezept machen, wo wir einen Apfel brauchen, können wir einfach direkt immer hier aus dem Fenster greifen und uns einen Apfel klauen. Wow. That is so cool. Okay. So. Bei der Wand hier müssen wir ein bisschen mehr Wand lassen, weil hier sollen dann die ganzen Geräte gegengebaut werden. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich mache hier auch mal nur ein Oberlicht rein. Macht das Sinn? Ich hoffe mal ja. Weil wie gesagt, die ganzen Geräte, also Kühlschrank und so ein Scheiß, braucht natürlich ein bisschen Platz. Von daher wäre es da sinnfrei, da riesige Fenster reinzubauen. Wohingegen hier wiederum Fenster rein können, weil das ist ja. Naja, gut, hier ist auch wieder ein Baum. Macht vielleicht nicht so viel Sinn. Warum sind hier überall Bäume? Ernsthaft, Leute? Ich muss doch kurz ein paar Bäume hier abschlagen. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Das kommt uns einfach zu viel Licht. Oh, Alter, hat mein Hals schon wieder hier. Du kannst hier bleiben. Du kannst hier auch bleiben, aber du kommst weg. Du bist definitiv zu viel. So. Dann würde ich mal sagen, danke für die Blumen. Warum bleibt ihr hier? Ach so, weil da Holz ist. Ach, leck mich doch. So, easy. Easy peasy lemons, leck mich doch am Arsch. Warum ist jetzt hier überall Kartoffeln? Noch mehr? Ich war noch früher noch nicht hier, oder? Oder sprich jetzt. Ja, hier auch. Keine Ahnung. Okay. So, das heißt, das Ganze kommt jetzt erstmal alle rein hier. Verbraucht alles unnötig Platz. Dann. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Dessertwüste rein. Wir haben viel zu wenig Gestein. So, hier ist auf jeden Fall ein großes Fenster. Ganz, ganz großes Fenster. Das heißt, wir machen hier nur einmal so. Bam. Weil hier ist einfach absolut geile Aussicht. Muss so. Hier kann man mehrere kleine Fenster reinmachen, damit man hier Sachen dagegen stellen kann. Ja. Danke dafür. Also hier kommt dann später unsere Tür rein. Und schon sind die Dinger leer. Ja, wie schon sagte, wir brauchen definitiv viel, viel mehr. Definitiv viel mehr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also hier wollten wir auch ein großes Fenster reinsetzen. Deswegen sollte auch der Baum weg. Dass wir auch schöne Aussicht haben. Hier hingegen kommen nur kleinere Fenster rein. Ich meine, wir können es ja trotzdem so eine hohen Fenster lassen.
Okay, sorry, aber du musst auch mal weg. So können wir das so lassen. Genau. So, dann haben wir jetzt hier die Tür. Und hier brauchen wir noch so eine komische Treppe. Ups, ups. Treppe, Treppe. Haben wir schon eine gebaut gehabt? Ich weiß das gerade gar nicht. Nein. Dann brauchen wir eine. Und zwar brauchen wir dafür erstmal der Dinger hier. Da kriegen wir 4 raus. Reicht also nicht aus. Ja, klar. Danke. Und jetzt einmal so. Kriegen wir also auch wieder 8 raus. Also auch wieder viel zu viel. Egal, was tut man nicht. So, und wetten, die Textur schließt jetzt nicht an. Ich möchte sterben. Nee. Ja, das geht. Es geht. Kann man so lassen. Doch, komm, lass mal. Es ist jetzt nicht wunderschön, aber es sieht ja jetzt auch nicht so aus, wie als wenn das komplett unpassend wäre. Von daher lassen wir es einfach mal. Der kleinere Dutch kommt dann erstmal wieder. Die ist schon mal voll. Ach, wir haben. Ah, ne, von den kleinen Dinger. Okay. Also kommt das Ganze gedünst erstmal da rein. So, da haben wir hier erstmal so ein kleines Creeper-Gesicht. Sehr schön. So, und hier auf die Front, hier machen wir mehrere kleinere Fenster. Wie viele? Müssen wir mal kurz gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, was für ein Material sollten wir denn fürs Dach benutzen. Hatten wir uns da schon für irgendwas entschieden? Oder eher nicht so? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist ja wieder eine Pechzahl. So, 13 minus 3 wären 10. Kann man nicht durch 4 teilen, geht also auch nicht. Ich mache erstmal ein bisschen Dirt, damit ich ständig abbauen muss. Dankeschön. So, wenn wir jetzt hier ein Fenster hinmachen und hier ein Fenster. Dann haben wir eine Zweierlücke dazwischen. Dann hätten wir noch. So sieht das so gut aus, wenn man das jetzt hier so macht. Hat man da ein Fenster? Da hat nur so eine kleine Lücke. Könnte ganz schön scheiße aussehen. Alternativ können wir natürlich auch sagen, nee, wir nehmen breiteren Rand und machen das Ganze so hier. Könnte aber den zur Seite halt genauso scheiße aussehen. Wobei, nee, doch, genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Wurde gerade einstimmig entschieden, einfach deswegen, weil es nur eine Stimme gab, außer meine. Ihr kommt mal ab hier. Ja, ich weiß, wenn das Haus fertig ist, müssen wir es natürlich für diese ganzen Sachen hier nochmal schöne Felder hier machen. Vielleicht ist ja groß genug. Obwohl, ich möchte nicht die ganze Zeit den Kakao aus dem Fenster heraus ernten. Das macht ein bisschen wenig Sinn, zumal wir jetzt auch gar nicht mehr reinkommen. Von daher. Hä? Müssen die nicht an den Baum connecten? Die connecten gar nicht an den Baum. Lol. Ist mir noch nie aufgefallen. Die schweben einfach vor dem Baum. Easy. Ist die neue Kakao-Art. It's flying Kakao. Das muss so sein. Okay, dann gehen wir wieder zu unserer Tür da. Äpfel. So, dann lebt doch langsam Gestalt an hier. Geht doch. So, jetzt haben wir noch 20 Steine übrig. Die lassen wir noch erstmal. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie in einer Tür. Doch. Bei einem Steinhaus gibt es nichts Besseres als eine Glastür. Spaß. Nein, wir hätten doch schon gerne eine richtige, also entweder eine richtig massive Tür, sowas hier. Da brauchen wir aber Gold. Achso, wie ein Goldknauf. Wow. Haben wir Gold? Nein, wir haben kein Gold.
Lecco Mio. Dann wird das also schon mal nichts. Was ist? Also die hier, die sieht auf jeden Fall massiver aus. Kommt, nehmen wir mal so eine. Brauchen wir aber ein bisschen Glas. Und Glas haben wir aber noch keins. Dann machen wir es mal ganz schnell, Glas. Genau. Wow. Naja. Zum Glück ist es nur Blätter. Wenn da was verschwendet wird, ist es nicht so schlimm. Weil von Blätter bekommen wir definitiv mehr als genug. Holz brauche ich auch noch. Holz, Holz, Holz. Viermal Holz. 1, 2, 3, 4. Einmal in die Fertigung. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar, wenn ich die jetzt so ranmache, schwebt halt in der Luft. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist aber kein Problem, dann setzen wir die Tür halt eins nach innen. Dann schwenkt die halt ins Haus rein. Dann ist es halt so. Easy. Okay. Warum? Jetzt hier. Haben wir Erde dabei? Ja, haben wir. Sorry, aber der Schmetterling muss weg. Und die Schmetterlinge, man kann die hier nicht erledigen, man kann die nicht wegmachen. Das heißt, die einzige Methode ist, zu gucken, wo der Schmetterling ist und ihn mit Erde einzubauen. Oder mit irgendeinem anderen beliebigen Kletterratsch. Und schon ist er weg. Yay. So freundlich habe ich die noch nie umgebracht. Einfach begraben. Vor allem begraben, ne? Normalerweise würden die halt in der Realität wegfliegen. Pony. Fenster. Was zur Hölle machen wir jetzt die Fenster? Ich habe offen gesagt, absolut kein Plan. Das hier wäre zwar geil irgendwo, aber das macht nur dann Sinn, wenn wir so kleinere Fenster haben, so wie da oben zum Beispiel. Da können wir sowas verwenden. Für die größeren Fenster würden wir dann wahrscheinlich auch das größere Glas nehmen. Weißer Farbstoff. Bist du denn Weather Löwenzahn? Was ist das denn hier? Holzrahmenglas. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ich möchte sterben. Ach da. Einmal Holz und einmal Glas. Das heißt, wir brauchen ganz viel Holz, ganz viel Glas und ganz viel weißen Farbstoff. Leck mich fett. Aus was kann ich den weißen Farbstoff alles machen? Wow. Okay. Wir brauchen also ganz viel von diesen weißen Blumen. Das Traurige ist, wir hatten da hinten ganz viele gefunden. Hätte ich es doch nur schon vorher gewusst. Also müssen wir wieder dahin gehen. Na super. Ist ja geil. Da kommt der Feuer auf. Oh, wir haben kaum noch Nahrung. Wir müssen auch mal ein bisschen Nahrung mitnehmen. Oh. Ja, komm mal her. Verstößt jetzt ein bisschen gegen meine Regel, nur das zu essen, was man selber auch auf dem Weg geerntet hat. Aber ganz ehrlich, kommen die vier Äpfel. Das juckt jetzt niemandem. Und wenn doch, dann muss er zum Arzt gehen, wenn ihm das juckt, schon juckt. Oder er sollte sich mal waschen. So. Jetzt hätte ich aber doch gerne. Ich brauche jetzt einfach mal ein Boot. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich brauche jetzt ein Boot. Liegt noch irgendwo Holz rum? Ja. Hier liegt noch ein wunderschöner Stamm rum, den niemand vermissen wird. So, das heißt. Dura rein. Dankeschön. Ach, wir hatten Holz dabei. Wow. Jetzt möchte ich doch sterben, wenn es geht. Geht das? Ja, es geht. So, damit keiner weggehen kann.
uns jetzt nicht auffällt, machen wir hier wieder bis 19. Da, und es wird nie jemand merken, dass da Holz fehlt. Spaß. Komm mit. Nee, den machen wir einfach hier direkt zu Stöckern. So easy, bam. Stöcker kann man nie genug haben. Denke ich mir jetzt einfach mal. So. So, sind die Wolken richtig? Genau, die Wolken gehen gegen uns. Das heißt, wir schwimmen in die richtige Richtung. Yay, voller Fahrt voraus. Hardcore. 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 Schwimm voraus, mein kleines Boot. Wobei vorausschwimmen wäre ein bisschen blöd, weil wenn es vorausschwimmt, heißt es, dass es uns zurücklässt. Das wäre dann nicht ganz so gut. Definitiv nicht. So, da vorne kommt Dschungel. Warum kommt der Dschungel? Ich habe keinen Dschungel bestellt. Ich wollte eigentlich weiße Pflanzen. Die waren da irgendwo, kann er sein. Also gehen wir mal in die Richtung und dann schwimmen wir mal an den Dingern gekonnt vorbei. So hoffe ich. Aber so, also ich muss schon sagen, das mit dem Boot geht jetzt auf jeden Fall wesentlich besser, seitdem ich das mit dem Zimmer ein bisschen optimiert habe. Er stockert zwar immer noch, aber nur so ganz kleines bisschen. Das geht jetzt wesentlich besser. Hat sich also doch schon gelohnt. Nur leider, dass für öffentliche Spieler, also auf dem Creator Server, auf dem ich jetzt gerade bin, auf dem Etherwheel Server und der Carpathian Server, die sind halt tatsächlich von außen kaum spielbar. Ich weiß nicht warum, woran das liegt, aber man hat teilweise Lags von ewig. Was nicht gut ist, denke ich mal. So, ich sehe hier keine weißen Blumen, sind wir hier falsch? Ich weiß gerade gar nicht. Eigentlich hoffentlich weiße Blumen? Oder war es erstmal weiter hinten noch? Ich denke, ich gehe mal an Land, wobei da hinten ist auch wieder Strand. Dann schwimme ich erstmal dran vorbei. Ja, da hinten sind weiße Blumen, ganz viele weiße Blumen. Yay, sehr schön, sehr schön. Okay, das heißt, wir gehen hier an Land. Danke. Und dann, ja, holen wir uns die ganzen weißen Blumen. Easy! Vielleicht hat K1 ist on. Mein Junge für alles. So, ich habe keine Ahnung, wie viel Farbstoff wir brauchen. Aus einer Pflanze kriegen wir 4-mal Farbstoff und für ein Fenster brauchen wir auch 4-mal Farbstoff. Das heißt, ich werde einfach mal so ein paar Pflanzen mitnehmen. Ich werde aber dafür sorgen, dass immer eine übrig bleibt. Also ich werde nicht auf einer Fläche alles absammeln, sondern immer ein bisschen. Was ganz einfach daran liegt, dass das, was noch vorhanden ist, sich weiter ausbreiten kann. Weil Pflanzen, also hier diese Blumen, die verteilen sich ja mit der Zeit. Ist ja wie so eine Seuche. Ja? Öko ist, hat's. So, sehr schön. Also JK1 sagt gerade, leckt gerade relativ wenig. Das heißt, vielleicht hat das Konstrukt denn doch was gebracht. Dafür leckt es auf meinen Clone-Server. LOL. Okay, also ja. Na, wie gesagt, ist halt, mein Internet ist halt absolut Dorf. Und das Problem bei uns ist, nicht, dass das Internet langsam ist, das ist nicht das Problem. Sondern dass sobald das Internet zu stark belastet wird, bricht es komplett zusammen. Das heißt, es ist an sich schon langsam, aber es wird, wenn es ausgelastet ist, noch langsamer. Was absolut keinen Sinn macht, aber es ist halt so. Ja. Und da wissen wir, also ich und meine Mutter absolut nicht, woran das liegt. Also ich meine, ich habe da zwar ein paar Vermutungen, und zwar, dass quasi, wenn das Netz ausgelastet ist, durch die ganzen Verbindungsaufbaus, die dann quasi verzögert abgearbeitet werden müssen, so viel Overhead geschieht, dass das Ganze dann halt zum Flaschenhals wird, was sich selbst blockiert.
wodurch es quasi dann halt kommt, dass solange wie es nicht ausgelastet ist, solange also noch Luft ist und quasi die Pakete direkt abgearbeitet werden können, alles gut ist, sobald sich aber ein paar Pakete anstauen, quasi das Internet verstopft und damit dann komplett lahmlegt. Das wäre halt meine Vermutung, aber ich habe keine Ahnung, ob das haltbar ist, weil ich kenne mich zwar aus mit Computern und mit Software, aber Internet, gerade DSL, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Muss ich halt in der Stelle ganz einfach zugeben. Von daher, so da hinten ist auch noch ein paar. Also hier sind ganz, ganz viele weiße Pflanzen. Ich glaube, kann ich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Du und du und du. So, wie viele haben wir denn jetzt überhaupt schon? Wir haben 20. Das klingt noch nach ein bisschen wenig. Hast du noch was geschrieben? Nee. Wir brauchen halt ganz viel. Wir haben eine große Glaswand mit 16. Alleine da brauchen wir 16 von diesen Dingern. Dann haben wir noch zwei große Fenster. Da haben wir auch mindestens. Ja, nee, da haben wir weit über 16. Das heißt, wir brauchen insgesamt. Oh, wir brauchen so scheiße viel. Das heißt auf jeden Fall, wir werden ein paar weiße Pflanzen mehr mitnehmen und diese weißen Pflanzen dann auch bei uns lokal anpflanzen und hoffen, dass sie sich dann ausbreiten. Endschön! Ich schlag dich mit meinem Boot zu Brei. Dann kann ich auf dein Gedärm rumschwimmen mit meinem Boot. Labe ich ja. Und dann ist diese Folge nicht mehr kinderfreundlich. Yay! So. Gut, wir sollten aber besser erstmal kurz Pause machen. Das heißt, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann für euch morgen dann wieder. Schau mit V.